Die Einwohner der ostindischen Stadt Bhubaneswar erwachen jeden Morgen vom Vogelgezwitschern dank eines Vogelliebhabers. Rupesh Nayaks Liebe für Vögel begann in seiner Kindheit, als er zu Hause Tauben und Papageien zu halten pflegte. Als er aufwuchs, wuchs auch seine Leidenschaft und er begann exotische Vögel zu kaufen und einen Käfig zu bauen. Nayak, der auch Geschäftsmann und Stadtratmitglied ist, sammelte verschiedene Vogelarten aus dem südlichen Bangalore und den östlichen Kolkata-Städten. Nayak plant nun ein Gehege für seine Vögel zu bauen. Ich möchte ihnen ein Gehege bieten, das 300 Meter lang, 6 Meter hoch und 150 Meter breit ist. Ich werde Bäume pflanzen, sodass die Vögel sich nicht fühlen, als wären sie in Gefangenschaft, sondern als lebten sie in einem Wald. Ich werde eine natürliche Umgebung für sie bereitstellen. Besucher sagen, das Vogelgezwitschern mache sie glücklich. Zuerst waren wir sehr irritiert von den Geräuschen, die die Vögel machen, aber nun haben wir uns daran gewöhnt. Wir fühlen uns gut, wenn wir vom Vogelgezwitscher geweckt werden. Es macht die Umgebung schöner. Nayak hat auch zwei Arten von Kakadu, einheimische und australische, und ein paar afrikanischer Graupapageien. Nayak gibt jeden Monat über 75 Euro für Vogelfutter aus. Aras fressen Trockenfrüchte und Sprossen ebenso wie frische Früchte, während die anderen Vögel mit Körnern, Äpfeln und Guaven gefüttert werden.